Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Babu Nummer 6 für die Woche vom 13. bis zum 19. Dezember 2010. Ja, eigentlich habe ich gar nicht so viel zu erzählen diese Woche, weil es eigentlich nichts gibt. Wie ihr vielleicht seht und hört, bin ich gesundheitlich etwas angeschlagen. Das soll dem Ganzen kein Abbruch tun und trotzdem stelle ich mich für euch natürlich vor die Kamera. Ganz schneller Überblick über die kommenden Spiele für die Woche. Ja, gar keine. Wir haben tatsächlich keine Spiele. Nix kommt raus diese Woche an Retail Games, wenn man so will, also an Vollpreisspielen. Dafür kommen ein paar Arcade-Spiele raus. Und zwar X-Men Arcade und das langersehnte Quake. Und das langersehnte Quake Arena Arcade, was vor ungefähr 14 Jahren angekündigt wurde und jetzt endlich rauskommt. Ich bin sicher, eine Menge Leute von euch sind gespannt drauf. Oh, und wir haben noch ein Game on Demand. Das sind ja die Spiele, die ihr euch aus dem Internet runterladen könnt, wo ihr ja mit euren Microsoft-Punkten bezahlt und quasi keine Disk habt, sondern das alles nur runterladet. Da kommt diese Woche Battlefield Bad Company 2 als Game on Demand. Und nicht zu vergessen, ein DLC haben wir auch noch für die Woche, und zwar das Forza 3 Community Choice Car Pack. Ja, das war schon alles, was die Spiele angeht für diese Woche. Auch an der Newsfront ist nicht allzu viel los. Da hätten wir zum Beispiel eine Meldung von Blizzard, die ja letzte Woche das WoW Cataclysm, dass sie mit dem letzte Woche releaseden WoW Cataclysm, ich hoffe, so heißt das, sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen haben, was den Verkauf am ersten Release-Tag angeht. Sagenhafte 3,3 Millionen Mal ist das Spiel am ersten Tag über die Ladentische gegangen. Damit haben sie sämtliche Spiele wie Halo, Halo Reach und so weiter und so fort ausgestochen. Respekt daran, es gibt wohl immer noch eine riesen Community, was WoW angeht. Mir vollkommen unbegreiflich. Dann habe ich eine Neuigkeit für alle von euch, die auf Mass Effect 3 warten. Da wird es eine Demo geben. Und zwar wird am 22. Dezember diese veröffentlicht, allerdings, und jetzt kommt der große Haken, nur für die PlayStation 3. Ich weiß nicht, wie die das mit der Xbox regeln. Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass in Mass Effect 3 sämtliche Ereignisse aus Mass Effect selbst, da dieses ja nicht für die PlayStation released wurde, erklärt werden und auch sämtlicher Content, der nachträglich eingereicht wurde als DLC, für den PC oder für die Xbox, auch für die PlayStation verfügbar gemacht wird. Das heißt, für alle von euch mit der PlayStation 3, ihr könnt euch drauf freuen auf Mass Effect und sämtliche Vorgeschichten und so weiter und so fort. Wie gesagt, Demo am 22. Dezember im PlayStation Store. Dann, weil wir schon mal dabei sind, nochmal PlayStation. Und zwar wurde das Release-Datum für Uncharted 3, Drake's Deception bekannt gegeben. Und zwar soll dieses Spiel am 1. November 2011 erscheinen, also noch fast ein Jahr hin. Und natürlich als Exklusivtitel nur für die PlayStation 3. Für jeden, der von euch 300 Euro über hat, kauft euch noch eine PlayStation und wartet noch ein Jahr. Ja, oder spielt den ersten und zweiten Teil. Ich denke mal, allein dieses Spiel, beziehungsweise die Reihe, wäre es wert, sich die PlayStation nochmal anzugucken und vielleicht doch zuzulegen. Naja, mal schauen. Und noch eine letzte Meldung, um wieder zurück zur Xbox zu kommen. Und zwar wurde für Forza 4 Kinect-Support angekündigt. Da wurde ja schon auf der Kinect-Präsentation das Konzept vorgestellt, wie man denn in Forza 4 mit Kinect um die Autos gehen kann, verschiedene, ja zum Beispiel die Türen öffnen, indem man so mit der Hand da dann rangeht, so wie halt Kinect funktioniert, wird in Forza 4 unterstützt werden, wenn es auch die Steuerung beinhaltet, wie sie dort gezeigt wurde, das heißt die Steuerung aller Kinect Joyride. Davon möchte ich doch gerne absehen. Ich finde, solche Spiele sollte man trotzdem mit einem vernünftigen Lenkrad spielen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel Spiele wie Gran Turismo oder halt Forza so mit dieser Luftsteuerung Spaß machen. Das war's für diese Woche mit sämtlichen Neuigkeiten, News und so weiter. Ich leg mich wieder ins Bett. Würde mich freuen, wenn ihr Kommentare schreibt und so weiter und so fort. Guckt auch in den nächsten Tagen rein. Ich habe noch ein paar Videos, so Jahresspecial, wenn man so will, habe ich noch vor. Sobald meine Gesundheit wieder mitmacht und meine Stimme wieder ordentlich funktioniert. Wenn da noch ein paar Sachen kommen, würde ich mich freuen, wenn ihr daran teilnehmen würdet und da fleißig Kommentare postet. Ja, habt eine schöne Woche. Vergesst nicht, es ist bald Weihnachten. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass nicht so viele Spiele rauskommen. Hat man mehr Zeit und Geld, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Also für jeden, der das noch nicht gemacht hat, schnell ab in die Stadt. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne dritte Adventswoche. Bis nächsten Montag. Tschüss und auf Wiedersehen.